in der letzten Episode. Ich will mich hier nicht unbedingt mit dem Wolf anlegen. Ich muss es nicht machen und ich würde es auch gerne nicht tun. Toll, du bist echt ein Obertrottel. Das ist echt so typisch. Du hältst den Bogen in der Hand und läufst. Und dann verstaucht sich das Handgelenk. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 58 in Leben Nummer 6. So, das ist dieser Holzfäller, nee, wie hieß das, Dingenskirchen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Abladestation oder irgend sowas. Naja, auf jeden Fall, neue Aufnahmesession verplant, wie eh und je. Wir sind noch relativ kalt. Wir können mal trinken. Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir woanders fischen. Kann das sein? Das könnte sein. Haben wir denn die Angelsets dabei? Nur eines. Das klingt ja fast danach. Warte mal, dann machen wir das mal ganz kurz so. Wir warten mal, bis uns warm ist. Weil es ja mit dieser Kleidung relativ schnell geht. Das Wetter ist leider nicht super optimal. Da hört man gar nichts. Es ist sehr kalt. Also wir sind mitten am Tag haben. Und die Wölfe sind da. Na, das ist ja wunderschön. In der letzten Folge waren sie noch nicht da, aber neu reingeladen. Es ist windstill. Fast, also relativ windstill. Aber man hört die Krähen nicht. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Jo, Steinmännchen. Ach, hier ist noch ein Hirsch. Okay, hier, das heißt, wir haben hier zwei Hirsche. Okay. Also der hier und da hinten bei dem Raufweg. Es sind halt gar keine Krähen da. Ja. Ich hätte jetzt den Bildschirm einfach nur weiß machen können. Das Ergebnis wäre dasselbe. Und natürlich sind dann auch keine Federn da. Okay, ich würde gerne heute noch... Ach, schön. Ja, nicht in die Wölfe laufen. Das würde ich sehr gerne. Na gut, solange man im Rücken ist, kriegen sie einen ja Gott sei Dank nicht so wirklich mit. Nee, aber was ich gerne würde, ist noch ein bisschen eine Looting-Session zu machen, bevor wir dann final angeln gehen. Ja, das ist natürlich nicht ganz so trivial hier. Im Schleicher hatten wir ja schon unseren Spaß. Das ist nicht unbedingt ratsam, das im Interloper nachzuholen. Oder zu wiederholen oder was auch immer. Eine Angel, ein Haken. Ja, in der Tat. Findest du noch eine Schnur? Das wäre ja was. Noch ein Haken. Das ist ja nicht schlecht. Ja, die Schnüre laufen rum. Ja, nee. Dann heißt es... Ja, wir müssen darüber. Okay. Brecheisen ist nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt, den wir haben. Ist natürlich jetzt erstmal für das Angeln und so nicht so ganz so wichtig, aber ich tendenziell mittelfristig, ich würde gern aus dieser Region mit einem Brecheisen wieder hinausgehen. Ein Herrscher. Ja, was sagt eigentlich das Futter? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, mittelprächtig, sag ich mal. Ja, was sagt denn der Tag? Na gut, es ist jetzt Mittag, ja. Stimmt, das hatte ich ja schon festgestellt. Noch zu wenig, jetzt zu wenig Blut im Kaffee oder zu viel Blut im Kaffee. So, komm. Mal gucken. Keine Schnur. Gar nichts. In der Tat. Gar nichts. Okay. Dann peilen wir mal diese Hütte an. Ja, das ist leider so. Wir müssen halt gucken, dass wir uns heute Nacht ein bisschen prozentetechnisch aufmöbeln. Ja, der Wolf an dieser Holzladestation, wie das Ding ins Kirchen heißt. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir um den herumkommen. Mittelfristig wahrscheinlich nicht, weil wenn wir da die Hirsche noch auseinandernehmen wollen, das macht ja wegen dem Fleisch wahrscheinlich schon ein bisschen Sinn. Und der Därme wegen. Und der Felle wegen. Ja, wir müssen ja schon gucken, dass wir unsere Kleidung auch reparaturfähig halten.
Leer. Bleibt leer. Ich wusste gar nicht, dass wir hier schon waren, siehste. Ich habe zwar mal ganz kurz in der letzten Folge geschaut, aber da war jetzt nicht so wirklich viel. Ich habe leider auch nicht verraten, an welcher Stelle wir fischen gehen wollen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das die bei den Anglerhütten ist. Was ja mittelfristig auch mehr Sinn macht. Ich meine, der Vorteil ist halt bei diesen Anglerhütten, wie soll ich das sagen? Der Vorteil bei den Anglerhütten ist halt, du hast halt jede Menge Holz. Der Nachteil ist allerdings, du bist näher an der Küste. Ich weiß halt nicht, ob das von der Fangquote einen Unterschied macht. Ob du näher an der Küste bist oder ob du halt diese Hütte da zwischen den Inseln zum Beispiel nimmst. Die Möglichkeit besteht ja. Alter Schwede. Ja. Gut, wir haben jetzt aktuell nur ein Angelset. Und da ist mein Kater auch nicht sehr glücklich drüber. Ja, wahrscheinlich kommt der Pullover tatsächlich irgendwann in Handy. Der ist nämlich 90%. Das ist gar nicht so schlecht. Haseninsel. Da kommen wir nämlich, unsere Dinge, die wir jetzt anhaben, die gehen ja ziemlich runter. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, keinen Bock da jetzt großartig zu investieren in Stoff und so weiter. Aus dem Grund, das wird irgendwann kaputt sein und dann brauchen wir ja eh was Neueres. Und da ist der Pullover ja schon mal ganz gut dabei. Genau. Achso. Ja. Sehr schön. Ah, hier ist noch eine, genau. Ja, diese Tannen. Verlockend wie eh und je. Aber teuer. In Form von Prozenten. So, ja, wir müssen natürlich noch ein bisschen flitzen heute, um uns ein bisschen auszubrücken. Wir gehen erstmal in das Bad. Sehr schön. Da ist nix. Oh, lecker. Ja, Stoff, den lassen wir wahrscheinlich. Ich guck mal gerade, wie viel wir haben. I, nicht O. Stoff. 25. Ja, das ist gut, dass wir den alles mitschleppen. Das ist wichtig. Ja, okay, dann brauchen wir den erstmal nicht. Ich guck gleich mal nach dem Pullover, ob der schon besser ist als das, was wir gerade anhaben. 0,1, 0,2, 0,4. Ja, die sind alle, das ist halt dasselbe im Prinzip. Die gehen alle auf ein halbes Grad hoch. Also der ist halt noch 10% entfernt und der ist natürlich ganz weit weg. Das können, ja doch, das ist wahrscheinlich ein halbes Grad. Da ist nix. Ja, der leider auch nicht. Tja, die Leute sind halt sehr gründlich in Kanada. Lass uns das Haus verlassen, lass uns alles mitnehmen. Alles. I'll take it. Oh verdammt, wir haben den Tee vergessen. So. Mikrowelle würde ich ja tendenziell eigentlich immer eher offen lassen, dass die lüften kann. Wobei ich meine eher zu Hause. Hope nobody needs this anymore. Oh, noch mehr Tee. Ja, die haben die wirklich den Tee hier vergessen. Tja. Da ist nix. Auch da ist nix. Sieht leer aus. Sieht auch leer aus. Tja. Bergstiefel und so weiter oder Wandersocken wird es wahrscheinlich hier nicht geben. Leider ist das Haus auch komplett nur die eine Etage. Ja, das war's. Also, was kann man hier noch machen? Wir könnten mal die Pilze basteln. Wir können generell basteln. Wird's ja dann doch ein bisschen wärmer. So. Rechts herum und herunter. Richtung Menschenfeind. Ein Stöckelchen. Ach, jetzt sind die Krähen wieder da. Naja. Die mussten erst noch geladen werden. Hat zwar wettertechnisch gar keinen Unterschied, aber
Ja, ist schon wieder so kalt. Ja gut, es ist halt bewölkt. Da wird es halt nicht sehr warm. Also sind die Tage, die frühs halt gleich so anfangen. Die sind aber meistens frühs noch... natürlich. Die sind vom frühs meistens noch auch noch sehr, sehr windig. Und auch sehr, sehr kalt, natürlich. Und wenn die Sonne mal auspacken kann, dann geht das ja schon besser. So. Die Tür hat ja wenigstens noch eine Hütte hinten dran. Ja, es wird übrigens neblig. Das ist nicht schön. Es wird wirklich nicht warm. Na, hervorragend. Ach, na toll. Es geht von dieser diesigen Suppe direkt in den Nebel über. Naja, ist ja lustig. Sehr, sehr lustig, ja. Ich lache mich tot. Irgendwann noch beim Editieren vielleicht. Ja, wir sind gleich wieder drin. Na, dann haben wir die Fächer auch mal gelüftet. Doch auch ist ja schon wie alter Pilz. Hasen. Aha. Ja, schade, dass die, die Häuser Richtung Ort der Trostlosigkeit im Interloper immer kaputt sind. Ja. Das wird sich auch nie ändern, wahrscheinlich. Gut, man kann das ja tatsächlich nicht, wobei ich gar nicht weiß, wie das im benutzerdefinierten Modus ist. Das ist natürlich noch die nächste aller Fragen. Es könnte ja sein, dass es tatsächlich besser ist. Weiß man ja nicht. Ja. Wir sind auch gleich da. Wenn du mehr laufen würdest, Mädel, dann wären wir auch schon drin. Aber nein. Dann nehmen wir halt Stöcke auf. So einfach ist das. Halt. Hatma oder so. Schade, dass das kein Skill ist. Ein Bastelskill oder sowas. Aber da gibt es ja schon zwei Reparaturskills, das muss ja reichen. So, klimper, klimper. Das zweietagige Haus der Küste. Mit leeren Regalen. Ah ja, guck mal. Oh, thank you. Oh, 97%. Oh, ne Tee. Den will ich lieber genug kochen. Aber der gilt ja tatsächlich zum Kochen. Ich glaube auch normaler Tee gilt, glaube ich, zum Kochen-Skill. Müssen wir mal gucken. Aber dann könnte man sich ja vorrangig auch darum mal kümmern. Weil der Level 5, ach Gott, das wird ja Ewigkeit noch dauern. Tja, das Messer fehlt hier auch immer. Ja, aber das gibt's so schnell nicht. Oh je, das Gewicht. Das Gewicht. Ja, wie sind 40 Kilo. Und trotz, dass man hier eigentlich so gut wie nichts findet, wird man immer schwerer. Ja, wegen Wasser und Stöcken halt. Naja. Schön schwarz da oben. Besser. So, wie sieht das in diesem schwarzen Regal aus? Wahrscheinlich auch nur Regal. Ja. Nix. So viel nix. Also bei mir sieht es eigentlich hier andersrum aus. Ich bräuchte mehr Schränke. Ich stelle mir Schränke hin und dann habe ich vielleicht irgendwann was reinzutun. Na gut. Kanadier denken da anders. Die denken lieber vorsorglich. Aber ich brauche mal ein paar Schränke zu viel. Man weiß ja nicht, was man alles noch bekommt. Naja. Nee, ist alles nur ein Regal.
Tja, ich würde sagen, viel ist nicht. Tja, wir sind trotzdem auf 40 Kilo, alter Schwede. Ja, aber vielleicht kriegen wir das Zeug nicht. Wir haben es ja schon klein gebastelt. Ja, die werden wir auf keinen Fall anziehen. Aber dann kümmern wir uns zumindest mal darum. Das Shirt hat auch ausgesorgt. Naja. Viel ist es nicht, aber naja. Man hat keine Schnüre, sonst könnte man da noch was basteln. Nö. Was sagt denn das Wetter inzwischen? Es ist neblig. Ja, es ist neblig. Gut, unter den Umständen würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück. Weil wir nicht wissen, ob es noch nebliger wird. Ah, deine Fitnessmädel. Wir müssen da echt noch was tun, das geht so nicht. Ich würde gern wirklich mal richtig lang schlafen. 40 Kilo ist sie natürlich auch nicht mehr die flinkste mit Rennen. Ja, die Temperatur hat sich aber, naja, ein bisschen gefangen, zumindest ein paar Grad. Es ist noch wärmer geworden, aber das wird heute nichts. Das sind Zugkrähen, okay. Ja, ja, wo du schon mal anfängst, natürlich. Gude kommt irgendwo eher aus afrikanischen Gefilden, würde ich mal sagen. Ich würde ja anfangen mit Zittern, wenn mir wirklich kalt wäre und es mir leicht kalt wird. Ich habe gerade überlegt, ob wir das Holz abladen, aber wir lassen das erstmal. Wir nehmen das erstmal mit zu der anderen Anglerhütte. Guck mal, wie da die Fangquoten sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so detailliert spezifizieren. Ich glaube nur, dass sie dann sagen, hier, das ist halt Ozean. Und da kriegst du halt andere Fische als an den Seen. Das ist, glaube ich, so das Einzige. Und dann die Gewässergröße wird wahrscheinlich gar nicht mehr so einen riesen Unterschied machen. Die werden sie wahrscheinlich kaum berücksichtigen. So, der Hirsch ist schon wieder da. Man sieht ihn kaum, aber er ist schon zu sehen. Ein bisschen zumindest. Also er ist kaum, man sieht ihn kaum, aber er ist schon zu sehen. Naja, schönes Wortspiel. Okay. Wir können ja nochmal bei der Leiche vorbeischauen, zwecks Federn. Aber wir die nicht wirklich zwingendermaßen brauchen, aber naja. Man weiß es nicht. Den Birkenschößling müssen wir immer noch auslegen. Ja, der ist immer noch frisch. Es wird irgendwie nicht besser. Ja, das Federvieh, das ist aber heute garstig. Geizig und garstig. So, dann steuere ich erstmal die Anglerhütte da hinten an. Habe ich einen Wurf gehört? Ich höre schon Hallos hier. Naja. Also die Nebelbeleuchtungseffekte, das müssten sie noch ein bisschen ran optimieren, finde ich. Das ist mir noch zu... Es erinnert mich ein bisschen zu sehr an Aufklarhelligkeit. Also es müsste irgendwie alles viel diffuser sein, das Licht. Die Schatten viel weich gezeichneter. Da drüben sieht es gerade nicht nach Wolf aus, aber da gehe ich jetzt trotzdem nicht hin. Ich versuche mal in die Richtung zu tigern. Lass uns tigern. Weg den Tiger in dir. Na, den Tiger wecken, das ist bei uns auch inzwischen. Der ist ja sehr, sehr träge geworden. Seitdem er nicht mal raus kann. Was gleichzusetzen ist mit, er schläft lieber und kuschelt lieber. Früher sind wir, oh, lass mich raus, ich komme heute Abend wieder, wenn es Futter gibt. So ungefähr. Tja. Ja, hier sieht es aber wolfsfrei aus. Da ist noch ein Hirsch ganz links. Schon mal gar nicht so unfriedlich aus. Ja, ich bin auch, würde am liebsten auch taub werden. So, hier müssen wir doch das Ganze. Genau. Ja, wunderbar. Da haben wir ja schon was. So, kriegt man das da noch rein?
knapp. Ich sag knapp. Warte mal, klopp die zwei Dinger mal raus. Hey, 32 Kilo ist ja der Hammer. Und, ach, hier sind die Nadeln. Noch mehr. Oh yeah, wow. Ach, ich weiß, warum wir das behalten haben. Wegen eventuell nähen müssen. Ja, dann behalten wir das in ja nur 20 Gramm. Ist ja nicht so schlimm. So. Ich würde gerne hier noch Wasser reinkloppen, weil wir sind viel zu viel. Wir haben ja gerade getrunken und es reicht erstmal. Ich würde gern zu der Leiche noch da drüben. Noch mehr Stücke. Ja, dann fangen wir halt wieder an zu sammeln. Ich meine, wir werden es brauchen. Na gut, die Zweige nehme ich mal jetzt nicht auseinander. Es ist halt zu kalt. Ach ja. Wo seid ihr denn? Da! Und du, Junge, was ist mit dir? Ganz schön leer. Ja gut, aber das ist heute zu kalt. Es wird auch nicht, sieht auch nicht so aus, als wollte es heute noch sonnig werden. Ja, da vorne ist noch ein Auto, siehst du? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, ja, ich weiß. Es wird heute ein bisschen kühlerer Tag. Auch für kanadische Verhältnisse, natürlich. Ach, natürlich. Ah, noch was zu lernen. I think I can use this. Ja, 10 Stunden allerdings, alter Schwede. Uiuiui. Ja gut, aber das Buch ist gut. Kochen wäre mir zwar lieber, aber also, man kann ja nicht alles haben. So, da oben können wir auch irgendwo noch rauf. Heute nicht. Noch ein bisschen auszuknüppeln hier. Außerdem würde ich gerne noch ein paar Sachen ablegen. Die sind immer noch zu schwer. Den Frischling, ja, den Schössling würde ich gerne rauslegen. Frischling, ja, natürlich. Ja, der Tag hält aber noch ein paar Stunden. Das muss man wirklich sagen. Ja, dann gehen wir halt da auch noch rüber zu der anderen Leiche. Dann gibt es halt da hinten noch diese eine Angler. Tja, diese Eisfischerhütte. Da müssen wir mal gucken, ob wir die noch bekommen oder ob da schon wieder Wölfe sind. Ist immer nicht so klar. Ja, dann könnte man im Prinzip demnächst, heute nicht mehr, aber demnächst, also am nächsten Tag vielleicht, hängt auch ein bisschen vom Wetter ab, das Angeln starten. Naja, Ei ist da. Gut. Na, jetzt ist ein Hirsch da, okay. Gut, um den könnte man sich theoretisch auch kümmern, aber es ist zu kalt heute. Und ich will jetzt auch nicht ein Streichholz verwenden. Wir haben viele, wir haben 24, das ist richtig, aber trotzdem. Aus Prinzip bleiben wir da geizig. Da gibt es noch mehr Stücke. Gut, wir haben es ja so eingestellt. Das ist auch wichtig. Oh, Schnauf. Okay, von Bär ist hier nichts zu sehen. Aber dann ist das halt so. So, meine Gute. Ah, die hat auch eine Tür. Gucke mal. Ja. Ein weiterer Hammer. Eine blaue Kiste. Brecheisen, Leute. Warte mal irgendwo. Was? Muss ich das lernen? Ja, okay. Dann müssen wir halt mal gucken, dass wir noch ein bisschen zum Lernen kommen. Was sagt denn die? Die Uferlinie sagt ja nicht irgendwie was hier. Nö. Nicht wirklich. Gut, zurück. Ja, temperaturmäßig ist das halt leider heute ein etwas größerer Hit. Wir stehen jetzt schon wieder bei... Ach du Schande. Ja, das wird knapp mit aufholen. Das wird so einfach nicht werden. Wir werden das nicht komplett schaffen.
Nee, ich dachte, da standen Schösslinge. Ich habe mich schon gewundert. Das ist nur Gras, was gerade so in einer Richtung war. Was dann so länglich aussah. So, haben wir jetzt einen zweiten Hammer gefunden. In einer Eisfischerhütte. Das deutet ja schon darauf hin, dass der Hammer das beste aller Werkzeuge ist für das Aufschlagen. Das Brecheisen ist auch nicht schlecht, aber der Hammer ist besser. Die selbstgeschmiedeten Werkzeuge sind eh zu weich, also deswegen. Sollte man das eher nicht machen. Wir schmeißen hier gleich mal das Zeug rein. Und das andere kommt halt in eine der Eisfischhütten, ja. So, was wir hier nochmal machen, solange es halt noch kalt ist. Solange es noch hell ist, wollte ich sagen. Wir gucken, ob nicht noch ein Brecheisen hier liegt. Ich habe zwar hier nie eins gefunden, aber man weiß es nicht. Auch nix. Nix. Tja. Oh. Nee, dann wird das eher nichts. Nehmen wir die vordere oder die hintere? Wahrscheinlich die hintere. Die näher an der Eisfischerhütte ist. Dein Bier. Uff. Tja, dann heißt es erstmal. Ah ja, hier sind auch diese anderen Sachen. Okay. Gut, dann müsste man vielleicht mal gucken, ob er ein bisschen Buch lernt. So, warte mal. Das sind ja die Kleidungsstücke, die wir alle anhaben. Genau. So, die Tees, die könnte man ja kochen. Das schmeißen wir vielleicht nicht da rein. Das ist alles, was niedrigere Prozent hat. Ja, aus einem guten Grund. Warte mal, wir könnten ja den erstmal nehmen, dass wir den ein bisschen runterarbeiten. Dann können wir den wieder reparieren. Wir müssen den Skill auch noch etwas hochschrauben. Was das betrifft, den Schlafsack kann man erstmal hier lassen. Das kann erstmal da bleiben. Metallsäge brauchen wir erstmal nicht. Pfeil. Echt, wir haben 6 Pfeile dabei. Ja gut, weil der eine fast kaputt ist. Das basteln wir jetzt nicht. Das auch nicht. Das reicht auch. Wir werden noch einen Stoff zu... warte mal, das kann man auch im Dunkeln machen. Wir werden lernen. Und zwar... Angeln. Wie weit kommen wir denn da? Näher an Level 2. Nee, an Level 3. Nee, was? Sind wir schon auf... Hä? Auf welchem Level sind wir eigentlich? Ja, Level ist hier. 2. Also kommen wir näher an Level 3. Das ist ja praktisch. Warte mal, der Tag geht 3 Stunden. Oh Gott, die Matschigkeit ist natürlich jetzt super, weil wir viel gerannt sind. Dann ist mal davon 2. Und lerne erstmal 2 Stunden. Okay, gut. Kalorien. Ja, das sind halt ein bisschen mehr als 100, die wir brauchen. Das lässt sich halt blöd rechnen. Moment, jetzt wollte ich erstmal schauen. Eine Stunde schafft man noch. Vielleicht schafft es ja sogar 2, weil die Kalorien haben wir jetzt. Ja, ja. Ach, na toll, es hat gerade nicht gereicht. Gerade nicht. Okay, dann basteln wir jetzt erstmal einen Verband. Gut, alles klar. Ja. Ist okay. Okay, und zwar, wir brauchen jetzt, 11 Stunden Schlaf sind das wahrscheinlich schon. 740 Kalorien im Schlaf, echt? Na gut, das passt schon, ja. Ich brauche halt relativ viel. Das heißt, sind 250. Sollen wir den essen? Das wären 500 und das wären 800. Die drei Dinge. Ja, warum nicht? Ach, Gott sei Dank. Dann schlafen wir jetzt erstmal 9 Stunden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir angeln. Also erstmal das Angelbuch noch fertig lernen, die 2 Stunden und dann angeln. Damit wir da halt den Kochenskill noch nach oben ziehen. Wir können dabei noch ein paar Tees kochen. Ich denke, das zählt auch mit den normalen Tees und die selbstgebastelten Tees. Das kriegt man alles hin. Ja. Da ist ein bisschen Kochenlevel-Skill Nummer 5 dran. Genügend Holzhammer. Ja. Macht's gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.